Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter, ja, es gibt doch noch Singleplayer-Let's Plays hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Risen 2 Dark Waters, ich hab Bock, ich bin der Hamburger Jung und ja, bevor wir aber anfangen, müssen wir ein bisschen real talken. Und zwar, es kam ja längerer Zeit von uns nichts Singleplayer-mäßiges. Multiplayer-Projekte laufen ja wie eh und je, also WWE, TTT, WWE kommt natürlich wieder mit 2K17, da warten wir noch ein bisschen ab, müssen wir noch ein bisschen klären. Aber TDT und Rainbow Six Siege laufen ja auch täglich. Und ja, es ist nun mal so, wir sind zu viele Dudes, um die jetzt alle zu nennen und nachzuzählen, die das Ganze hobbymäßig machen. Also wir verdienen damit keinen Lebensunterhalt oder können uns da eine Grundlage im Leben für schaffen. Noch nicht leider, das ist natürlich ein Traum, wäre ein Traum. Und ja, da ist es manchmal so, ja, in der Freizeit ein bisschen knapp bemessen, sag ich mal so. Also es ist schon nicht so wenig zu sagen, ich mache jetzt ein Let's Play. Nebenbei, in meiner Freizeit. Neben den ganzen anderen Kram noch im Leben. Denn es ist tatsächlich so, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und das mag man jetzt glauben oder nicht. Manchmal möchte man auch vielleicht sogar einfach nur ein Spiel selber so privat spielen, ohne irgendwie nebenbei quatschen zu müssen oder so. Aber warum haben wir hier gerade eigentlich keine Musik? Ist die so leise? Ah, doch, jetzt hört man Musik. Ja, ich hoffe, das passt mit dem Sound und so weiter alles. Aber komisch, dass wir gar keine Musik haben. Egal, wie gesagt, es ist echt nicht so wenig, ein Let's Play durchzuziehen. Und dann fühlt man sich auch echt schlecht, wenn einem die Parts ausgehen, man aber jetzt nicht gerade so wirklich Bock hat, wieder aufzunehmen. Und das vielleicht dann wieder in ein paar Wochen Pausen geht oder ein paar Tage. Da fühlt man sich echt blöde. Und dann lieber doch jetzt so, wenn man Bock hat, so wie ich. Ich möchte so ein bisschen wieder den Stein ins Rollen bringen, ein bisschen den Kanal beleben. Und ja, mit Risen 2 Dark Waters nach den ersten beiden Assassin's Creed Teilen. Es ist schon wieder gefühlt zu laut. Ich hoffe, das passt vom Sound her alles. Wenn nicht, werde ich das natürlich in den nächsten Parts einstellen, aber verzeiht mir das bitte jetzt in den ersten Parts. Ja, nach Assassin's Creed 1 und Assassin's Creed 2 geht's weiter mit Risen. Und ja, Risen 1 haben wir ja als erstes Let's Play hier auf dem Kanal durchgezogen. Und ich habe wieder richtig Bock aufs Rollenspiel. Risen 2, 3 Jahre später erschienen, 2012. Also, ich glaube, April 2012 erschienen. Ich glaube, April war es, hatte ich gelesen. Also 4,5 Jahre jetzt her. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Bringt richtig viel Lust mit, diese Reise mit mir gemeinsam zu erleben, wie schon in Risen 1. Und ich hoffe doch, dass wir dann gemeinsam echt das Ding hier durchziehen und gemeinsam viel Spaß haben werden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal wieder an. Gar nicht lang dran rumquatschen. Und ich begrüße euch zu Risen 2 und zu auf eine neue Reise begeben wir uns jetzt. Aber vorher gibt es natürlich das Intro. Von daher viel Spaß und wir hören uns gleich wieder. Häufige Speichern ist sinnvoll. Sag nicht. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Immer wieder gibt es Menschen mit besonderer Macht, von den Göttern erwählt, das Schicksal der Welt zu bestimmen. Die ersten waren die Titanenlords. Gebieter über die Elemente. Mit ihrer Hilfe haben die Götter unsere Welt erschaffen. Doch als sie ihr Werk vollendet hatten, zerstritten sich die Titanenlords und es begann ein Krieg, der das Land verwüstete. Als die Götter sahen, was mit der Welt geschah, wurden sie zornig und verbannten die Titanenlords in die Tiefen der Erde und des Meeres. Dort sollten sie für alle Zeiten gefangen bleiben. Eine alte Prophezeiung besagt, der Tag ihrer Befreiung sei der Beginn des Zeitalters der Zerstörung. Heute wissen wir, dass sie wahr ist. Oh yeah. Was ich sagen wollte, ich habe das Speichern, das Quicksaven und Quickload noch gar nicht umgestellt. Aber weiter geht's mit dem Intro. Das ist ein bisschen laut, aber es tut mir leid.
Die Insel kennen wir doch. Caldera, Hauptquartier der Inquisition. Die letzte Bastion der Menschheit in der alten Welt. Okay, das ist interessant. Ist das Carlos? Er ist ganz schön dick geworden. Bei allem Respekt, wie kann man sich nur so gehen lassen? Juan? Ist nicht so, als wenn wir viel tun könnten. Kommandant Carlos hat nach dir geschickt. Er erwartet dich auf dem Turm. Sofort. Okay, Juan. Ja. Ja, mit Untertiteln natürlich, die hier die Obertitel sind. War das nicht im ersten Risen auch so? Ja, war im ersten Risen auch so. Ja, ich habe die Untertitel mal angelassen. Inventar öffnen, neue Quest. Trifft den Kommandanten und wir haben einen neuen Rang Leutnant. Ja, Inventar öffnen mit I. Und ihr seht schon, das sieht hier alles ziemlich anders aus im Gegensatz zu Risen. Da kommen wir aber später noch zu. Und ja, wir haben auch das Logbuch natürlich, wo unsere Quests drinstehen, was wichtig sein wird. Und ja, hier haben wir unsere Fähigkeiten, Charakter, die wir skillen können auf Klingfeuerwaffen. Härte, Gerissenheit und Voodoo. Oh, was ist denn Voodoo? Ja, liebe Freunde, das nach und nach alles. Talente haben wir natürlich auch. Muskete, Stichwaffen, alles hier so auf Standard gerade. Schmutzige Tricks, Diebeskunst, Silberzunge. Oh ja. Wir können Leute natürlich auch überreden. Eine Crew? Okay, eine Crew. Wir haben eine Crew. Oh, interessante neue Sachen gibt es hier, oder? Genau, das werden wir aber erst ja später finden. Ja, Logbuch öffnen, da war ich gerade schon drin. Ey. Aber bevor ich das jetzt vergesse, ist die Monster immer generell drin gewesen? Erstmal Gameplay. Sprinttaste, bla bla bla. Erfolgsanzeige, ja. Mittel. War die Maus immer drin? War die auch bei Risen normal drin? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ist schon ewig her, wo wir Risen gespielt haben. Könnte aber sein. Oh, das habe ich gar nicht geguckt. Aber ja, das ist alles auf den höchsten Einstellungen. Das sollte passen. Das geht noch höher? Ah, Vegetationsqualität. Geht noch auf Ultra. Dann natürlich noch auf Ultra. Aber was ich jetzt hier... Quickslotten. Speichern. Und schnelles Speichern ist nicht F5. Das ist X und Y ist schnell laden. Habe ich immer so. Tatsächlich habe ich immer so. Ich habe immer auf X und Y meinen Quick Save und Quick Load. Warum? Fragt mich nicht. Ich weiß es selber nicht. Aber ja, ich hoffe, wie gesagt, das passt alles. Das mit der Maus, ne? Das macht mich ein bisschen kirre. Dicker Geldbeute. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit. Offizierschwert, Apfel. Wie wir es kennen in Rollenspielen. Grog. Hähnchenkeule. Hähnchenkeule. Die Truhe haben wir hier. Können wir die öffnen? War die Maus immer hier drin? Ach, Gold ist da drin. Guck mal, 400. Jetzt nicht. Jetzt nicht? Was denn jetzt nicht? Die Maussensitivität ist ganz schön... Okay, warte mal. Das hätte ich natürlich alles vorher machen können, aber... Nö. Grafik... Nee. Ich will nochmal zurück. Audio ist okay, hoffe ich erstmal. Gameplay. Kamerageschwindigkeit. Das war mir ein bisschen zu schnell. Warum ist die Maus im Bild? Kann ich das irgendwo einstellen? Ich will natürlich jetzt nicht den ganzen Tag damit verplempern, wir haben noch nichts gemacht. Aber die Maus im Bild, das irritiert mich so ein bisschen. War das immer so? Ich sehe da jetzt auch keine Option zu. Viel zu lange, wo ich das Spiel gespielt habe, aber lassen wir die Maus halt erstmal im Bild. Ja, hier geht's lang. Okay, Juan. Gerade nicht. Ja, hier geht's lang. Spielstand wurde erstellt und ist gewittert und es brennt. Wir haben doch den Titan im letzten Teil von Risen 1 besiegt. Warum geht die Welt unter? Und das mit der Maus macht mich kirre, Leute. Vor allem, weil die auch immer aus dem Feld geht. Also rechts würde ich die immer, wenn ich einen zweiten Bildschirm hätte. Das macht mich kirre. Carlos, hi. Zwischensequenz mit seinem Team. Ein Schiff kommt auf die Festung zu. Bei Unwetter? Ist echt ganz schön dick geworden, der Carlos. Ein Schiff?
Um das Unwetter mache ich mir keine Sorgen, sondern um das, was es mit sich bringt. So nah vor der Küste. Gott. Es geht los. Habt ihr das gesehen? Oh, fuck. Eine Krake. Eine Monsterkrake. Die reißt das ganze Schiff einfach mal mit sich. Einfach so. Die Titan. Die Titanen sind wirklich sauer. Aber wir haben noch den einen, den Feuertitan im letzten Risen besiegt. Wir müssen raus und die Überlebenden retten. Nein. Ich werde heute nicht noch ein Schiff verlieren. Die Überlebenden müssen sich aus eigener Kraft ans Ufer retten. Am besten du gehst runter zum Strand und hilfst denen, die es schaffen. Das ist ein guter Plan. Untersuche den Strand. Das ist ein richtig guter Plan. Das Gewitter ist mir ein wenig zu laut. Es tut mir leid, Leute, aber das muss alles eingestellt werden, ne? Ob das jetzt Effekt ist oder Umgebung? Ich glaube, es war eher Umgebung. Aber Spielstand wurde erstellt. Wenn ich jetzt X drücke, ja, dann wird auch ein Spielstand erstellt. Das ist gut. Einmal Proviant erhalten, ja. Neuer. Was wollte der Kommandant? Moin. Ich muss zum Strand. Mach das Tor auf. Du willst doch nicht ohne Waffe zum Strand gehen? Bei allem, was da in letzter Zeit so aus dem Meer gekrochen kommt. Habe ich nicht eine Waffe gehabt? Moment. Oh ja, Offiziersschwert. Ich habe doch eine Waffe, Alter. Ihr habt eine Waffe. Ich hab eine Waffe. Gut, ich öffne das Tor. Pass bloß auf da unten. Viel Glück. Jo, danke. Was liegt hier eigentlich noch rum? Psst, komm mal her. Was? Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Okay. Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn ihnen die Sachen wichtig wären, würden sie sie doch wegschließen, oder? Klingt einleuchtend. Das stimmt. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch. Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Sagte der Mann hinter Gittern. Punkt für dich. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Takarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Mit dem Molukken. Ach, guck mal, Gewissheit. Sie bringen dich nach Takarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Oh, die fette Rappe. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört. Doch, hab ich schon. Wofür haben sie dich eingelocht? Ich hab mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich, Nur umsehen, ja, schon klar. Genau! Okay, interessant. Bevor wir da natürlich erstmal runtergehen, machen wir hier sämtlichen anderen Quatsch, so wie wir es kennen in Risen. Können wir hier noch was machen? Gut, dass wir das Schwert da noch mitgenommen hatten aus dem Haus. Wie kann ich denn das Schwert zücken? Ah, mit mittlerer Maustaste. Chill. Kluge Entscheidung. Chill, Kollege. So wie immer mit mittlerer Maustaste. Und ja. Wir wollen gucken, was hier unten abgeht. Ob wir Überlebende finden von dem Schiff. Da ist eine Ratte. Das gibt Ruhm, eine Ratte zu killen. Traurige Welt von Risen. Ja, sieht auch so ein bisschen aus wie das Ende der Welt hier, wa? Und das mit dem Lagerhaus, what the fuck? Warum sollten wir jetzt Leutnant... Naja, okay. Warum sollten wir jetzt Leutnant hier irgendwas ausrauben wollen? Spring sieht auch anders aus. Ja, unser Charakter sieht auch ein bisschen anders aus. Hat sich ein bisschen gehen lassen. Der namenlose Charakter, das fand ich immer so entschade.
in Risen, dass wir den Charakter nie benennen konnten oder dass der keinen Namen hatte. Ich weiß nicht, wie es in Risen 3 ist. Ob sie es da geändert haben, bezweifle ich aber. Ja, und es lohnt sich, wie gesagt, immer hier rumzulaufen. Inventar. Eigentlich möchte ich mal hier alles nehmen. Pistole. Ich habe auch eine Pistole im Inventar. Okay. Nein, ich bin noch kein... Nein, ich bin noch kein Pirat. Oh, ich habe den getrunken. Ich habe auch eine Pistole. Okay, jetzt habe ich den Grog getrunken. Fuck. Blutregeneration. Ich habe doch jetzt hier einen Trank gehabt, ne? Wo ist denn der hin? Trank der Kling. Wirkungsdauer plus 7, okay. Chill. So. Nein, ich bin noch kein Pirat, ja, das stimmt. Was ist denn hier überhaupt, das Schiff? Ein Mistwetter ist das. Gut, dass wir schon gestern angekommen sind. Hast du den Kraken gesehen? Meine ich ja. Das hätten auch wir sein können. Oh, die armen Schweine. Wo willst du hin? Ich will die Überlebenden retten. Aber nicht mit diesem Schiff. Geh mal schön an den Strand, die Reste einsammeln. So wie sonst auch, hä? Oh, was ein Wichser. Er lässt die Leute da einfach krepieren. Ja. Ich würde aber sagen, wir gehen trotzdem jetzt langsamer Richtung Strand. Das mit der Maus macht mich echt ein bisschen kirre. Ich weiß nicht, ob das immer so war. Ich hoffe natürlich, dass ich das dann irgendwie ausstellen kann. Keine Ahnung. Irgendwann. Da ist der Strand. Wollen wir mal hier runter und wahrscheinlich werden wir mit unseren ersten Gegner hier dann auch bekommen. Aber hier ist erstmal eine Kiste, das ist wichtiger. Strand gefunden, Ruhm 52, komische Zahl. Proviant, Fackel und 40 Kubin. Zack, alles mitnehmen. Das mit der Maus macht mir echt ein bisschen kirre, es tut mir echt leid, aber... Ja. Gucken, ob das echt immer so war. So. Die Reste einsammeln. Gibt es ja nicht immer noch das, wenn man zu weit rausgeht? Ich will es gar nicht ausprobieren. So, welche Reste können wir denn hier einsammeln? Gibt es hier irgendwas überhaupt am Strand, was wir hier einsammeln können? Was geht eigentlich mit der Welt ab hier, ey? Unsere schöne Welt von Risen. Mann. Diese schönen... Patty? Okay. Hallo, Patty. Waffe ziehen. Händler, wir müssen unserer Perle helfen. Sandteufel. Neue Monster hier. Ein von drei. Au, aua. Au. Pistole abfeuern mit E. Okay. Oh, in die falsche Richtung. Irgendwie konnte ich gerade nicht so gut kämpfen. Jetzt glaub ja nicht, du hättest mich gerettet. Patty, warum bei allen Göttern bist du zurückgekommen? Weil ich etwas herausgefunden habe, das die Inquisition unbedingt erfahren muss. Und weil ich deine Hilfe brauche. Wobei? Das ist eine lange Geschichte. Wir müssen mit Carlos reden. Wir brauchen ein Schiff. Auf keinen Fall. Aber es gibt eine Waffe gegen den Kraken. Warum bist du dir so sicher? Mein Vater ist auf der Suche nach ihr. Stahlbart, du hast ihn gefunden? Noch nicht. Aber ich weiß, wo er ist. Nicht so schnell. Warum sollten die Piraten sich gegen Mara stellen? Von allen Titanenlords stellt Mara ohne Zweifel die größte Bedrohung für die Inquisition dar. Ihr Kraken vernichtet unsere Schiffe. Ihre Kreaturen greifen unsere Siedlungen an. Das sollte die Piraten doch freuen. Sie hatten noch nie viel für die Inquisition übrig. Das stimmt. Aber mittlerweile gibt es Krieg unter den Piraten. Die Hälfte von ihnen hat sich mit Mara verbündet. Mein Vater ist einer der Kapitäne, die Widerstand leisten wollen. Ich habe erfahren, dass er losgesegelt ist, um den Kraken zur Strecke zu bringen. Zurzeit ist er auf Takarigua. Die Black Betty liegt bei uns im Hafen. Sobald wir klares Wetter haben, bringt sie Arbeiter und Soldaten nach Takarigua. Ihr beide könntet mit an Bord gehen. Aber das können wir morgen besprechen. Jetzt ruht euch erstmal aus. Ich muss nachdenken. Oh yeah. Aha. Aha. Sprich mit Carlos. In unserer Dreckshöhle. Haben die hier zusammengepennt?
Ich sollte sie schlafen lassen. Ah, du bist auch ein Stecher, Kollege. Das mit der Maus, ne, das macht mich echt ein bisschen kirre, Leute. Es tut mir leid, wenn mir dann im Dialog einfach mal so die Maus drin ist, aber... Das kann ich gerade nicht ändern. So, sprich mit Carlos, wo ist denn der Alte? Ist der immer noch da oben? Spielstand, wo der steht. Haben wir hier auch Autosave an? Ach, das mache ich einfach mal hier in der Zwischenpause, wenn der erste Part vorbei ist. So. Weiter geht's. Mit E schießen wir also. Ist gut zu wissen. Ach, guck mal. Wer bist du denn? Severin. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das nicht? Jo. Bring den Männern lieber bei zu kämpfen. Ausgezeichnete Idee. Stehst du mir als Trainingspartner zur Verfügung? Klar. Immer doch. Sag, wenn du bereit bist. Jo. Warte. Wie lange willst du die Männer exerzieren lassen? In einer Woche bricht Kommandant Corrientes zu einer geheimen Mission auf. Ich beabsichtige, ihm die Männer in Topform zu übergeben. Okay. Das bedeutet, exerzieren mit dem Gewehr und Fechtübungen von morgens bis abends. Und wenn es sein muss, auch noch nachts. Okay. Was für eine geheime Mission. Der Hohe Rat hat beschlossen, eine weitere Expedition in die neue Welt zu schicken. Außer Corrientes kennt nur Kommandant Carlos die Einzelheiten. Okay, lass uns trainieren. Lass uns trainieren. Männer, aufgepasst! Es gibt einen Kampf. Was passiert da gerade? Yeah! Au. Zeig's ihm! Daneben? Muss ich verarschen? Na schon! Oh. Au, ich hab richtig auf die Glocke bekommen, ne? Warum schlägst du nicht? Au! Endlich hat der Kampf ein Ende. Ich glaube, ich hab verloren. Ich bin voll der Noob gerade hier im Kämpfen. Bist du bereit für eine weitere Lektion? Ich glaube, ich muss das schaffen. Okay. Das ist nicht gut. Wir haben nämlich gerade nicht so viel Leben. Packen wir uns mal Proviant auf die Hand. Ich bin gefühlt tot. Hätte ich quicksafen sollen? Warte mal, was kann ich denn laden? Hier. Ich lade mal den Spielstand einfach. Weil, ja, dann können wir den Dialog gleich auskippen. Weil das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Hier im Ladebildschirm kann ich die Maus gar nicht bewegen. Oder ist sie gerade alle? Nein, sie ist nicht alle. Das kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Das müssen wir besser machen. Aber ich ziehe mir gleich mal den Proviant auf die 1. Das wäre, glaube ich, cleverer gewesen. So. Waffe weg! Aha. Wenn du die Waffe nicht wegsteckst, gibt es Ärger. Ich versuche hier den Männern Disziplin beizubringen. Siehst du das? Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla 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 bla. Können wir kurz quicksafen? Lass uns trainieren, Kollege. Männer, auf! Los da! Wie viel Damage macht denn die Pistole? Holy moly. Ach, die hat eine Abklingzeit. Deswegen konnte ich die nicht gerade zweimal benutzen. Au. Aber die macht ziemlich viel Schaden, die Pistole, ne? Jetzt will ich auch was sehen. Kann ich dem irgendwie hier... Keine Ahnung. Scheiße. Ich kann ihn irgendwie nicht kontern. Oh, was? Oh, nochmal. Aber es war schon mal ein guter Versuch. Das war ein besserer Versuch als der erste. Der erste Kampf hier, der erste echte Kampf ist hier schon gleich mega hart. Ist doch behindert. Ja, ja. Lass uns trainieren. Männer! Mach schon! Bam! Bam! Rauf auf die Sau hier! Der hat keine Chance. Wie kann ich dem ausweichen? Mach schon! Oh, rauf hier auf die Sau, los. Oh, das machen wir gut. So läuft das. So läuft das, Leute. So läuft das. Okay, und er macht den Ultraschlag hier. Er macht diesen Ultraschlag, der mich fast killt. Zeig, was du kannst. Nein, der hat sich gerade bewegt. Scheiße. Oh, das war heftig. Hat er mich gerade instant gekillt? Endlich hat der Kampf ein Ende.
Oh. Wow. Das klappt ja schon gut. Wir kommen schon mal beim ersten Kampf nicht weiter. Ich glaube, der Severin ist noch ein bisschen hart für uns. Kann das sein? Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich gleich mache? Ich werde eh keine bessere Dingens finden. Genau. So machen wir das. Lass Männer! Los! Erstmal zack und dann zack. Hau ich die jetzt hier richtig auf die Glocke. Ich kann ihn nicht kontern. Ich kann das nicht parieren, Leute, ne? Also das. Hier, wenn ich pariere. Ne, guck. Ich kann ja schon parieren, aber. Ich bin beeindruckt. Okay, es hat super geklappt mit dem Trank. Fuckt mich jetzt schon ab. Warum schaffe ich den Kampf nicht? Ist das noch zu krass? Lass uns trainieren. Männer, bin ich aufgepasst. Zu dumm gerade mit Kämpfen? Los doch! Mach ich irgendwas falsch? Also dem muss ich ausweichen. Hier schon wieder! Er macht schon wieder diesen brutalen Hit. Zeig's ihm! Puh. Wir rollen uns hin und her. Mit der Tasse rein. Wo es lang geht. Ja. Los doch! Oh. Er killt mich hier. Yeah! Mach schon! Oh, jetzt stand er. Oh, ich glaube, ich muss mich einfach nur wegrollen, solange wie die Pistole nachlädt. Weil mit der Pistole kille ich ihn. Aber dann kann ich auch manchmal so ein. Oh. Dann kann ich manchmal auch so einen Hit anbringen. Aber mit der Pistole, da habe ich ihn. Ein Pistolenhit noch und er ist down. Der kommt. Nein! Nein! Okay. Muss die Pistole nutzen. Aber es war ein guter Versuch. Wir kriegen das hin. Ich bin ganz schöner Noob, ich weiß. Aber dann brauche ich auch den Trank nicht trinken. Lass uns trainieren. Was passiert da gerade? Bam. Du schluckst erstmal. Zeig dem Penner, wo es lang geht. Der ist aber auch. Der ist aber auch nicht ganz koscher, ne? Der kämpft ja viel unfairer als ich. Guckt ihn euch an, den Wichser. Los doch. Leute, guckt ihn euch an. Was er für Hits raushaut. Zeig dem Penner, wo es lang geht. Zeig's ihm. Ich mach das jetzt clever. Eigentlich sterbe ich bei sowas dann immer, wenn ich sowas sage bei Risen. Hallo? Geh mal weg Zeig hier, Kommandant. Penner, wo es lang geht. Immer fester drauf. Taka! Taka! Warum schlägst du nicht? Oh, jetzt habe ich nicht auf ihn geguckt. Ernsthaft? Oh, Zeig's fuck. Ihm! Ha, guter Hit. Ja, du mach schon! Ich mach doch schon. Chill mal dein Leben, Kollege. Los doch! Ja, warum schlägst du nicht? Au! Oh! Los doch! Ja! Aufhelfen. Okay. War nicht so schlecht, oder? Beim nächsten Mal sieht's anders aus. Nee, wow. Ich krieg nichts dafür, hab meinen ganzen Proviant verbraucht und krieg nichts dafür. Was gibt's Neues? Das Schiff legt heute ab. Ich habe Befehl, den Gefangenen an Bord zu bringen. Wer ist der Gefangene? Ich denke, er ist ein Pirat. Hat wohl auf einem unserer Schiffe angeheuert und versucht, das Lagerhaus zu plündern. Jetzt geht's ab mit ihm nach Takarigua. Jo. Hey, ja, ne? $500? Wie viel Gold haben wir, Leute? Ist das clever, das gleich zu verprassen? Gold 500. Hm. Sollten wir das lernen? Aber jetzt kommen wir hier überall rein. Jetzt kommen wir hier überall rein. Aber bevor wir hier alles erkunden, Leute, würde ich sagen, machen wir für diesen Part Pause. Und es geht beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock mit auf der neuen Reise. Es tut mir leid, dass ich gerade gefailt habe beim Kampf. Aber ja, ihr kennt mich ja, ne, in Risen. Und ich sollte sie schlafen lassen. Ich würde aber auch gerne schlafen, um mich zu regenerieren. Egal. Beim nächsten Mal erkunden wir hier die Festung noch so ein bisschen, reden mit allen. Versuchen zumindest. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Risen 2. Bis dann, Leute, haut rein und ciao!